In diesem Video geht es um die Zahlungsabwicklung von eBay. Denn seit Ende letzten Jahres hat eBay angefangen, die Zahlungsabwicklung umzustellen und diese selbst zu verwalten. Im Anschluss zeige ich dir, wie auch du die Zahlungsabwicklung umstellen kannst, welche Vor- und Nachteile diese Zahlungsabwicklung von eBay mit sich bringt und welche Gebühren auf uns zukommen. Ich heiße dich herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Wenn dich solche Themen wie eBay, Amazon und andere Marktplätze interessieren und wenn du dir erfolgreich ein Online-Geschäft aufbauen kannst und erfolgreich verkaufen lernen möchtest, dann abonniere diesen Kanal, drücke die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen, so bleibst du immer up to date. So Freunde, dann lasst uns mal gemeinsam die neuen Zahlungsoptionen, die eBay verwalten möchte, anschauen und das Ganze ins Detail bewerten, welche Vor- und Nachteile wir haben werden und welche Gebühren uns denn erwarten. Ja, eBay möchte die Zahlungen komplett selbst abwickeln und das ganze Prinzip funktioniert schon bei Amazon. Wer es kennt, wer bei Amazon verkauft, der weiß es. Ein Kunde bestellt was, Amazon behält das Geld ein und nach einer gewissen Zeit kann man sich dieses Geld auch auszahlen lassen. Genauso wird das Ganze auch hier funktionieren. Ich habe hier mal so ein kleines Bild, was das verdeutlicht. Ein Käufer tätigt eine Bestellung, zahlt an eBay. eBay stellt die ganzen Zahlungsmethoden zur Verfügung und nach einer gewissen Zeit kann man sich das Ganze dann auszahlen lassen. Die Auszahlung erfolgt wöchentlich oder auch täglich. So, welche Zahlungsoptionen werden denn dazukommen? Wir haben hier die Möglichkeit, mit Kreditkarte zu bezahlen, Lastschrift, Google Pay, Apple Pay und PayPal. Ja, das sind zwei Dinge, die dazukommen, also Apple Pay und Google Pay. Damit wird definitiv neue Kunden angesprochen, die das Ganze schon aktiv nutzen. Was mir hier so ein bisschen fehlt, ist die Überweisung, die entfällt, und Kauf auf Rechnung, was man definitiv nutzen könnte, um sehr viele Kunden damit anzusprechen. Vielleicht wird das Ganze natürlich mit PayPal umgesetzt, aber derzeit gibt es da keine genauen Informationen dazu. Wäre natürlich schön. Weiterhin wird es die internationalen Verkäufe geben und Drittanbieter-Tools gibt es auch keine Probleme. Also ihr könnt weiterhin auf anderen eBay-Marktplätzen listen wie Italien, Frankreich und Spanien. Da wird die Zahlungsoption auch direkt umgestellt für eure aktiven Angebote. Nutzt ihr ein Drittanbieter-Tool, dann wird das Ganze auch ganz normal weiterhin möglich sein. Wenn es hier Probleme geben sollte, dann sollte man hier den jeweiligen Anbieter kontaktieren von diesen Tools, die ihr so gesagt nutzt. Der nächste Vorteil, den diese Zahlungsabwicklung bietet, ist natürlich ein Rückgabeprozess der Erstattungen. Er wird ganz einfach gehandhabt. Man kann dem Kunden das Geld zurückerstatten, dann wird es von eBay-Seite so gesagt auch zurückerstattet. Einfache Bearbeitung von Bestellungen, also ihr werdet auch nur Bestellungen reinbekommen, die auch bezahlt sind. Früher gab es öfters Probleme, wo Kunden eine Bestellung getätigt haben und dann einfach nicht bezahlt haben oder die Kaufabwicklung nicht richtig funktioniert hat und der Kunde einfach nicht bezahlen konnte. In dem Falle wird das Ganze hier entfallen, so dass ihr dann übersichtlich alle Zahlungen direkt sehen könnt und eBay Plus Unterstützung wird weiterhin bestehen bleiben und da werden Kunden natürlich weiterhin ihre eBay Plus Vorteile genießen können. Was wird sich für uns als Verkäufer ändern, wenn diese Umstellung demnächst für alle verpflichtend ist? Wir werden 2,29% an eBay bezahlen müssen plus 30 Cent an Fixgebühren. Das heißt, die 30 Cent, die sind immer so, also ihr kennt das vielleicht noch von PayPal, da waren es 35 Cent. Hier ist es pro Angebot, pro verkauften Angebot 30 Cent. Und 2,29% an den Verkaufspreis, inklusive natürlich auch der Versandkosten. Wie fange ich nun an? Wie registriere ich mich dazu? Wenn ihr schon von eBay einen Link bekommen habt, eine Nachricht, wo ihr an diesem Programm teilnehmen könnt, dann kommt ihr über diesen Link an die Registration und könnt das Ganze da abschließen. Dennoch braucht ihr noch gewisse Unterlagen, die ihr einreichen müsst, um das Ganze richtig abzuschließen. Ihr müsst eure Identität bestätigen, Angaben zum Unternehmen machen und die Geschäftsführung
benennen. Dann müsst ihr ein Bankkonto hinzufügen, wo die Auszahlungen erfolgen sollen, und ihr müsst die Nutzungsbedingungen für die Zahlungsabwicklung akzeptieren von eBay. Und wie funktioniert das Ganze hier? Ihr braucht natürlich einen Lichtbildausweis und Bankdokumente. Diese könnt ihr hier einreichen bei eBay und könnt das Ganze dann nutzen. Um alles Weitere kümmert sich dann eBay, so gesagt, ja. Also ihr werdet dann alle Zahlungsoptionen zur Verfügung gestellt bekommen. Alle bestehenden Angebote werden an die neue Zahlungsmethode und neue Zahlungsoptionen angepasst, sodass Kunden das Ganze nutzen können. Dieses Modell, was eBay hier uns jetzt in Deutschland vorstellt, funktioniert schon in der USA. Seit 2018 wurde das eingeführt und soll wohl ganz erfolgreich funktionieren. Seit 2019 steht das Ganze auch hier in Deutschland zur Verfügung und man kann sich hierzu anmelden. Was ändert sich zu der Verkaufsprovision, zu der Verkaufsgebühr? Nichts. Also ihr werdet weiterhin ganz normal Rechnungen von eBay bekommen und diese von eurem Bank- oder Kreditkarte abgebucht werden. Ihr werdet hier, mache ich mal ein bisschen größer, beim Verkaufskosten werdet ihr hier eine Position und zwar Zahlungsbearbeitungsgebühren dazu bekommen. Hier werden die Zahlungsbearbeitungsgebühren dann aufgelistet. Verkaufsprovision bleibt ganz normal und ihr werdet das Ganze ganz normal vom Konto abgebucht bekommen. Also die Zahlungsabwicklungsgebühr ist nicht die einzige Gebühr, die anfällt. Ich habe hier mal einen Ausschnitt, wo auch hier die 2,29% Zahlungsbearbeitungstarife gezeigt werden und natürlich auch die Fixgebühr von 30 Cent. Des Weiteren gibt es andere Gebühren, die anfallen könnten. Solltet ihr nun mit dem Kunden irgendeinen Konfliktfall haben, werden Zahlungsstreitfallgebühren berechnet. Diese fallen in folgenden Optionen an, beziehungsweise in folgenden Fällen. Der Käufer hat keinen Artikel erhalten, zum Beispiel. Der erhaltene Artikel weicht von der Beschreibung ab. Die Transaktion kennt der Kunde nicht an, das heißt, es ist vielleicht ein Fremdzugriff erfolgt und so weiter und so fort. Also, dafür wird auch eine Gebühr berechnet, falls ihr verliert in dem Fall, ja. Das heißt, ein Kunde beschwert sich und ihr verliert, weil das eBay nachher beurteilt und sagt, wir geben dem Käufer recht. Dann fällt eine Zahlungsstreitfallgebühr von 16 Euro an. Das ist schon ganz schön knackig. Deshalb muss man hier wirklich ganz vorsichtig sein und den Kunden so gut wie möglich zufriedenstellen. Des Weiteren fällt eine Rücklassschriftgebühr an im Falle einer Einzugsermächtigung, die ihr an eBay erteilt habt, also der Verkaufsprovision und der ganzen Gebühren, die von eBay auf euch zukommen. Wenn eBay dieses nicht abbuchen kann, dann werden die 4 Euro berechnen. Wie funktioniert nun die Gebührrückerstattung, wenn ein Kunde einen Artikel retourniert? In dem Falle wird das ganz normal auch wie sonst auch abgewickelt. Der Käufer öffnet einen Rückgabefall und ihr könnt das Geld zurückerstatten. Sollte es da irgendwelche Probleme geben, wird natürlich auch hier eBay irgendwelche Gebühren dazu berechnen. Ansonsten bleiben nur die Fixkosten von 30 Cent, die ihr auch sonst so gehabt habt, bei PayPal von 35 Cent. Die werden immer berechnet. Was nicht so schön ist, ist natürlich, dass die Fixgebühr öfters berechnet wird als sonst. Also ihr seht hier an diesem Beispiel hier unten. Und zwar, wenn ein Kunde jetzt mehrere Artikel kauft, und zwar mehrere verschiedene Artikel aus verschiedenen Angeboten, dann wird jeweils für jedes Angebot, egal wie viele Artikel kauft, jedes Angebot wird immer ein neues Fixgebühr berechnet. Das heißt immer 30 Cent. Wir haben hier das Angebot A, wird mit 30 Cent bewertet und ein Angebot B, wo er zwei Artikel von kauft, wird auch mit 30 Cent berücksichtigt. Hier habt ihr nochmal ein Beispiel, wie genau das erfolgte, die Zahlungsbearbeitungsgebühr. Und zwar, wenn ein Kunde für 100 Euro etwas kauft, dann werden 2,29
Prozent berechnet. Das sind in dem Falle 2,29 Euro plus die Fixgebühr von 30 Cent ergibt 2,59 Euro am Ende. Ja, Freunde, so viel zu der neuen Zahlungsabwicklung von eBay. Also mein persönliches Fazit dazu ist, es ist wirklich verkäuferunfreundlich, muss ich ehrlich sagen, weil hier viel mehr Gebühren auf uns zukommen werden. Denn ich persönlich zahle für die PayPal-Abwicklung 1,5% Gebühr. Im schlimmsten Falle zahlt ihr 2%. eBay möchte 2,29% berechnen. Das ist um einiges mehr. Des Weiteren kommt, wie gesagt, andere Gebühren, die dazukommen im Fällen von Streitigkeiten und so weiter. Da wird auch eine Gebühr anfallen. Das ist mein persönliches Fazit dazu. Wie denkst du darüber? Wird das für dich Vorteile bringen oder Nachteile? Lass mich das wissen, schreibe dazu unten in die Kommentare rein. Ansonsten, wenn dir dieses Video hilfreich war, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonniere diesen Kanal für alle weiteren Informationen, drücke die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und dann wünsche ich bis dahin viel Erfolg beim Verkaufen und bis zum nächsten Video.